Wir sind in Spanien angekommen, genauer gesagt in Malaga, und jetzt werden wir gleich unseren Koffer abholen und dann geht es zur Unterkunft. Es ist 21.30 Uhr, mit so circa 1,5 Stunden Verspätung sind wir gelandet. Wir sind jetzt beim Centro e Plaza angekommen und wir haben eine sehr abenteuerliche Beschreibung bekommen, wo die Unterkunft sein könnte oder wahrscheinlich auch ist. Schaut selbst einfach mal, ob wir es finden oder auch nicht. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben die Wohnung gefunden und es sieht so, so gut aus. Ich muss euch die Unterkunft unbedingt zeigen, von daher bleibt unbedingt dran bei dieser YouTube-Folge. Allerdings, wir haben jetzt einen Bärenhunger, deswegen wir werden jetzt auf Futtersuche gehen. Bei McDonald's haben wir uns jetzt einiges geholt. Ich habe aber eben nicht ganz so glücklich geschaut, weil die haben hier keine vegetarischen Sachen gehabt. Also gar nichts Vegetarisches, außer halt so Pommes. Aber keine vegetarischen Nuggets, keine vegetarischen Burger. Und das ist ein bisschen mies. Das hat mich überrascht, aber in Spanien isst man ja generell einfach ein bisschen mehr Fleisch. Ich bin richtig, richtig müde, fix und fertig. Der erste Tag, es ist noch nicht so ein richtiger erster Tag, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der erste Tag, der Anreisetag ist zu Ende und wir haben ihn eben ausklingen lassen, haben ein bisschen was getrunken, was gespielt, das war richtig schön. Auch wenn das McDonald's-Essen, wie gesagt, das war nicht lecker. Nein, das war nicht lecker. Und jetzt versuchen wir gerade noch, die Wohnung kalt zu bekommen. Wir haben es noch nicht ganz raus mit der Klimaanlage, aber drückt uns bitte die Daumen, dass das irgendwie klappt, weil es ist einfach so warm hier. Ich werde jetzt mal schlafen gehen und wir sehen uns morgen. Bleibt also unbedingt dran und abonniert gerne meinen Kanal. Tschüss. Erster so richtiger Tag aus Malaga. Guten Morgen. Wir waren eben gerade schon einkaufen. Die Nacht war ganz gut. Ich war, glaube ich, so 4-mal wach, also so semi-gut. Aber die anderen haben gut geschlafen. Ich glaube, Glenn hatte auch eher so einen unruhigeren Schlaf. Später gibt es eine Roomtour. Wir machen gerade Frühstück. Ihr hört vielleicht im Hintergrund die Kaffeemaschine laufen. Und nachdem wir schnabuliert haben, gibt es dann die versprochene Roomtour. Da die Sonnencreme noch kurz einziehen muss, bevor es jetzt zum Strand geht, kommt jetzt endlich die versprochene Roomtour. Wir befinden uns hier auf unserem Balkon und die Aussicht ist wirklich gigantisch. Ich zeige sie euch mal. An der Unterkunft ist, die Unterkunft kostet unter 1000 Euro für eine Woche, also sozusagen ein richtiger Schnapper. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand und das Wetter ist einfach herrlich. Mal schauen, wie kalt oder warm das Wasser so sein wird. Wir sind jetzt im Wasser drin und ich würde sagen, es sind so 23, 24 Grad. Boah, das war ja kacke. Ich möchte das Handy jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Wasser haben, auch wenn ich glaube, dass das Handy wirklich wasserdicht ist. Von daher bringe ich es jetzt mal zu Stevie. Kann leider nicht schwimmen gehen, weil er was mit dem Arm hat und es operiert werden muss. Und deswegen geht es nicht für ihn ins Wasser, aber er passt natürlich fleißig auf unsere Sachen auf. Von daher, ich gebe das Handy mal an Stevie. Mission Nico hat Geburtstag startet jetzt. Nico hat morgen Geburtstag und von daher kaufen Glenn und ich jetzt noch ein bisschen was ein für seinen Geburtstag und wir gehen in den Supermarkt, weil wir ihm eine Torte kaufen wollen.
den Film und der neue. So, wir haben einiges Gutes gefunden. Zum einen einen Kuchen, das wird bestimmt ein richtiger Schmackofatz werden. Ist auch schon fast runtergefallen. Kein Kommentar hier. Und dann haben wir eben noch so ein Kinder-Joy, Kinder-Ü-Ei geholt und noch ein bisschen Protein dazu. Guten Morgen, Malaga, Tag Nummer 2. Heute geht es laufen. Wir werden Frühsport betreiben. Es geht gleich runter zum Strand und dann mal gucken, ob wir 30 oder doch 40 Kilometer laufen. Dann ist Warm-up. Wir sind jetzt erstmal runter zum Strand gegangen. Unsere Muskeln wurden aktiviert und jetzt geht's los mit unserem Halbmarathon. Am Ende waren es dann 5 ganze Kilometer und die sind wir in 33 Minuten gelaufen. Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, wir würden so, ja, keine Ahnung, 10 Kilometer schaffen oder 8 Kilometer. Aber es ist wirklich sehr, sehr warm und wir sind so um ca. 9.30 Uhr gelaufen. Würden wir jetzt um 7 Uhr morgens laufen, was echt sehr, sehr früh ist, dann hätten wir vielleicht auch mehr geschafft. Wer weiß. Es gibt natürlich auch nichts Schöneres, in Spanien zu sein und den HSV zu supporten. Wir, also eigentlich Glenn, der hier eben noch saß, schauen jetzt den HSV. Stevie wollte auch gerne noch mit ins YouTube-Video rein. Aktuell steht es 0-0, mal gucken, ob der HSV gewinnt oder nicht. Es ist jetzt 23:10 Uhr und wir waren eben gerade in einer äußerst interessanten Bar. Also war einfach spannend. Leckere Cocktails gab's. Und jetzt werden wir gleich nochmal Uno spielen, genau, Uno, und vielleicht noch was Kleines trinken oder schnabulieren. Ich werde gewinnen. No. Stevie sagt, er gewinnt, glaube ich nicht. Nein. Hier entsteht der nächste Streit. Ja, Fahrstuhlstreit. Erstmal gibt es Uno zu sagen, ich bin nur kurz. Nein! Hier rum geht's eigentlich, geht's so? Nee, geht nicht so rum, ne? Also, ich habe ja gesagt im Fahrstuhl, dass ich gewinnen werde. Ja. Erstes Spiel. Das ist unser erstes Spiel. Wer hat gewonnen? Wer hat keine Karten? Stevie. Nee, ich habe keine Karten. Hier. Glenn zeigt deine Karten. Lasse zeigt deine Karten. Oh, herzlichen Glückwunsch, Stevie. Dankeschön. Bist du stolz drauf? Sowieso. Malaga Tag Nummer 3. Heute waren wir ganz viel in der Unterkunft. Allerdings jetzt am Abend. Mit Special Effects. Jetzt am Abend sind wir an den Strand gegangen. Und ich habe gleich Sorge, dass mein Handy ins Wasser fällt. Aber das ist ja ein wasserfestes Handy. Ich believe da drin. Es ist traumhaft schön. Tolle Aussicht. Richtig nett. Also richtig schön. Toll. Bezaubernd. Fühlen uns ein bisschen underdressed, overdressed, wie man es auch immer sagen mag. Denn wir laufen hier noch ganz oberkörperfrei rum. Und wie man sieht, alle anderen Leute sind hier schon angezogen. Es ist jetzt so 21.30 Uhr. Viele gehen jetzt essen. Das ist ein sehr komisches Gefühl, wirklich sehr komisch, vor allem man bekommt sehr viele Blicke von bestimmten Leuten. Ist da UNO-Abend und ich bin sehr gespannt, wer diesmal gewinnt. Stevie, hast du eine Prediction? Wieder ich. Okay, wieder Stevie, mal schauen. Ich glaube nicht. Auf Platz 1 Glenn, auf Platz 2 Stevie, naja, auf Platz 3 Nico, auf Platz 4. Englisch oder Spanisch? Und damit ist der erste Vlog aus der Jungs-WG zu Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird noch einen zweiten Part geben, denn jetzt ist gerade erst die Hälfte rum des Malaga-Urlaubs. Und ich denke mal, das zweite YouTube-Video zu dem Thema Jungs-WG alleine in Malaga wird am Mittwoch online kommen. Also schaltet unbedingt rein, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns. Tschüss!